Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers. Oh Gott, hat die mich jetzt erschrocken. Ich habe die ganze Zeit gedacht, habe ich jetzt den... Ich habe den Controller bewegt. Oh, die hat mich jetzt erschrocken. Ich habe gedacht, ich mache jetzt hier voll den wilden Schwenk von der viereckigen Puppe hier zu ihr. Aber sie war auf einmal da. Ja, wir haben die Rui letzte Folge wieder gefunden und hobbymäßig ist sie der Slenderman. Ja, wir wollen jetzt hier mit dem Slenderman hier runter. Zur Leibeshöhle. Oh, ich vergesse immer, dass man das gedrückt halten muss. Jedes Mal. So, wir können da unten dann wahrscheinlich durch diese Tür gehen, die diese ganzen Siegel hat, könnte ich mir vorstellen. Okay, also das Problem ist, dass wir Leibeshöhle, wie ich am Anfang eigentlich war, dachte, das heißt Liebeshöhle. Ich bin... Ach, Mrs. Hä? Ja, frag mich auch. Hä? Durch ein Loch in der Wand kann ich eine andere Höhle erkennen. Der Gang scheint mit elektrischen Lampen beleuchtet zu sein. Wo er wohin führt? Ja, waren die Lichter hier das letzte Mal auch an, als wir hier waren? Was haben wir hier? Weihwasser? Weihwasser. Du hast Weihwasser erhalten. Gucken wir erstmal hier hin. Gibt's hier irgendwas? Hier ist Ende. Louis, nicht hier lang. Du fällst mir wieder irgendwo rein. Hab ich gedacht, da sitzt einer. Müssen wir hier lang? Können wir da hin? Was ist das? Die Tür bewegt sich keinen Millimeter. Okay. Gut, wir müssen da nicht hin. Überprüfen. In der Ausbuchtung im Gang ist eine schwarze Kiste. Ich weiß immer noch nicht, ob bei diesen Kisten Haare raushängen oder irgendwelches anderes ekelhaftes, schleimiges, schwarzes Zeug. Aha, da oben ist noch so eine Tür. Hier sind überall die ganzen Türen. Ach, Rui, hör mal auf da. Guck mal nicht so komisch. Wir sind hier zum Arbeiten. Glaube ich. Oh, stimmt. Ducken. Aha. Hier haben wir die Haruka gefunden. Oh, überprüfen. Eine schwarze Holzkiste mit detaillierten Verzierungen. Der Deckel ist fest verschlossen. Ich kann ihn nicht öffnen. Ich auch nicht. Könnt mit der Rui versuchen. Prüfen. Hinter der Kiste ist ein Abhang. Das Wasser fließt dort hinunter. Die Kiste ist fest verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Okay, willst du uns noch irgendwas zu einer anderen Kiste sagen vielleicht? Hier hängt doch ein Arm raus, oder? War das die Kiste mit dem Arm? Eine halboffene Kiste steht im Wasser. Sie scheint mit dunklem Wasser gefüllt zu sein. Wieso machst du nicht auf? Jeder will, dass du die Kisten aufmachst. Eine schwarze Holzkiste mit detaillierten Verzierungen. Der Deckel ist fest verschlossen. Ja, wir können das auf keinen Fall öffnen. Hier. Geht nicht. So, überprüfen. Hinter der Kiste ist ein Abhang. Wasser fließt hinunter. Da ist eine Seilwinde. Vielleicht wurde sie dazu verwendet, etwas hochzuziehen. Aha. Okay, alles klar. Haben wir was Neues gelernt. So, was gibt es jetzt hier? Die Tür ist fest verschlossen. Die Kammer registriert etwas. Aha. Aha, hier. Seelenfoto. Okay. Es muss die halb, die hier muss es doch sein. Nee.
Die Kiste hier ist es, die im Raum ist. Nee, das stimmt noch nicht. Warte mal. Zeig mir noch mal das Bild, bitte. Relikt. Hier, geöffnetes. Die ist doch aber gar nicht geöffnet. Wir müssen von hier hinten machen. Okay. In einer Spur zum Ausgang. Da ist der Ausgang. Dann ist es das. Geh mal. Ach, sag mal. Was ist denn hier nur los? Kannst du dich ducken? Nee. Geöffnete Kiste. Ach. Das ist falsch. Immer, Rui, du bringst mir nicht viel hier gerade. Ein bisschen anstrengend mit dir gerade. Können wir die Kiste da irgendwie runterschuppen? Nee. Leider nicht. So, wir stehen jetzt mal hier hin. So. Zeig mir nochmal das Bild. Geöffnet. Ist keine geöffnete Kiste. Hä? Was ist passiert? Oh, hallo? Madame? Oh. Oh, ausweichen. Oh, ich hab getrieft. Also scheinbar war es richtig, oder? Oh, Verzeihung. Ich bin gewöhnt, irgendwie alles Mögliche zu drücken, immer wenn ich Angst habe. Wäh? Hey, wo denn? Ist er. Komm raus. Oh nein. Warte mal, wir müssen erstmal schnell was essen. Stellt ihr eine Komplett. Ach, komplett okay. Dann können wir das hier ein bisschen verschwinden. Da ist sie. Ja. Komm, Priesterin. Oh nein! 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 Da ist eine offene Kiste. Wo willst du hin?
Hier ist Rui. Seelenfoto. Oh. Komm mal, ich euch wie helfen. Hallo. Entschuldigung. Hä, was soll denn das bitte? Oh, Entschuldigung. Hallo. Oh nein. Ich kann nicht. Nein. Oh, was ist denn mit ihr los? Na? Lauf hin! Yeah, wir haben sie berührt! Soll ich dich nochmal berühren? Nee, Entschuldigung, dass ich jetzt in dir rumlaufe. Also, wir haben hier keine geöffnete Kiste. Porträt. Ich kann aber auch keine Kiste öffnen. Prüfen. Schwarze Holz. Oh! Gott, bist du denn? Oh, dich will ich lesen. Ich will sehen, was mit dir passiert ist. Oh, da ist er. Wir müssen sehr nah dranbleiben, sonst... Nein. Rui. Da ist sie. Was ist los mit dir? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Nein! Kacke! Oh nein! Ah! Hilfe! Immer schön nah ran. Nein!
Nein, warte doch mal. Oh Gott. Weihwasser, nee. Warte mal, das hier wollen wir noch. Ich sehe dich nicht. Ich blöde Jörn. Da. Ich will hinrennen. Nein, ich konnte nicht hinrennen. Der Geist hat etwas zurückgelassen, als er verschwand. Iris Schlüsselplatte. Das hier sieht wie eine alte Schlüsselplatte aus Metall aus. Okay. Warte mal, ich will noch den Schnappschuss machen. Den können wir doch jetzt machen. Jetzt ist doch die Kiste offen. Hau mal ab. Och, hau mal ab hier. Geh weg. Ich konnte sie leider nicht, also das ging irgendwie nicht, leider. Die schwere Gittertür ist verschlossen. Ein Iris-Motiv ist im Schloss eingraviert. Du hast die Iris-Schlüsselplatte ins Schloss gesteckt. Oh. Wir haben das verschleierte Haus gefunden. Gehen wir hinein? Nein. Warte mal jetzt. Notizen aktualisiert. Schauen gleich mal. Aufheben. Oh, oh, oh. Okay. Oh, oh. Filmtyp 61. Wir benutzen mal ganz schnell die reinigende Glut. So. Wir haben etwas Neues an Notizen gefunden. Scheinbar. Batarai-Anwesen. Ein Haus mit Schindeldach im japanischen Stil, in dem der Volkskundler Keiji Watarai lebte. Es wurde am Rande des unergründlichen Waldes gebaut, einem Ort, den man nur schwer erreichen konnte. Vertieft in Forschungsarbeiten rund um den ansässigen Glauben und die religiösen Rituale erhoffte sich Keiji wahrscheinlich, so ungestört arbeiten zu können. Der Betrieb wurde eingestellt, als mehrere Versuche, den Hikami-Berg auszubauen, fehlschlugen. Die Polizei, die am Fuße des Berges stationiert war, machte sich auf, das Anwesen zu untersuchen, fand es jedoch verlassen vor. Niemand wusste genau, was aus dem Volkskundler geworden war. Kurz darauf verschwand das Anwesen selbst spurlos und das ganze Ereignis geriet in Vergessenheit. Einige Geschichten um das Haus sind nun aber wieder zum Vorschein gekommen. Man sagt, das Anwesen würde an nebligen Tagen wieder auftauchen und dass man Keiji dort bei der Arbeit vorfinden würde. Andere behaupten, er lebte noch immer dort und würde weiterhin seine Nachforschung anstellen. Sollte jemand es wagen, das Anwesen zu betreten, so würde Keiji, der nun eifrig dunkle Rituale erforschte, diejenigen töten und als Opfergabe darbieten. Okay, was das? Der Leibeshöhle, hier. Wesen, Höhle, Wasser, ich will nur mal ganz kurz gucken, vergöttert. Ja, wahrscheinlich Leib. Okay, gut, wir schauen noch mal schnell hier rüber, ob wir hier irgendwas finden, bevor wir das gute Anwesen betreten. Okay, ist denn hier irgendwo was? Okay. Karte? Okay,
Dann gehen wir mal rein. Oder wir versuchen es zumindest mal. Da ist das Telefon. Oh. Oh, da. Da ist was. Ich sehe das. Aber wie soll ich das nehmen, bitte? Da ist das Weihwasser. Ach, jetzt geht's. Du hast Weihwasser. Sehr schön. Gut, sollen wir uns erstmal hier unten umschauen, bevor wir nach oben gehen? Oh Gott. Okay. Hä? Ein Fernseher? Hier? Auf einem staubigen Tisch stehen einige Teetassen, ein Tablett mit Rauchutensilien. Sieht neu aus. Okay, Kimonos gehe ich mal davon aus. Oh, Kräutermedizin, sehr schön. Murmelnder Keiji Watarai. Okay. Überprüfen. Eine hölzerne Kiste liegt auf einer niedrigen Kommode. Das Scharnier ist verrostet und lässt sich nicht öffnen. Wieso ist der Fernseher an? Der alte Fernseher ist eingeschaltet. Auf dem alten Bildschirm ist nur Rauschen zu sehen. Ich kann darauf nichts erkennen. Ja, natürlich. Ich muss ja auch immer einen alten Fernseher geben hier. Ist ja wohl klar. Klar wie Kulusbrühe hier. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, wo? Da. Kann man dir irgendwie helfen? Hallo, hallo, hallo. Du weißt schon, was passiert, wenn ich dich erledigt habe. Oh nein! Ah, du bist mir viel zu nah. Der muss zurückkommen. Wie soll ich denn den so anfassen? Wo ist denn hin? Ah, da. Rui, aufpassen. Ach, scheiße, ich hab's wieder versemmelt. Ach ja. Nein, er ist im anderen Raum gestorben. Liegt er noch da? Manne. Ungehobelt. Hier ist eine Spur. Welch ungehobeltes Dingsbums von ihm. Gibt es hier irgendwas Cooles? Oh! Notizen des Volkskundlers 1. Ein altes Notizbuch lag auf dem Regal. Die Handschrift ist überaus elegant. Hier im Land existiert ein merkwürdiger Brauch. Es gibt von Region zu Region Unterschiede, aber der Ursprung ist stets der gleiche. Er ist geheimnisvoll, doch strahlt er zugleich eine unwiderstehliche Schönheit aus. Um ihn zu verstehen, reiste ich durch das ganze Land, ehe ich mich hier auf dem Berg niederließ. Die Anmut des Morgentaus, der fühlbare Kummer des Sonnenunterganges hinter dem Berg und die Ernsthaftigkeit der Natur, die den Berg umarmt. Ich habe gerade irgendwas auf dem rechten Ohr. Auf dem Berg selbst vergöttert man das Wasser. Doch warum? Um dies zu verstehen, habe ich diesen Ort zu meinem Zuhause gemacht. Ah, okay. Ja, kann man machen, würde ich sagen. Du hast Filmtyp 90 mal 6 erhalten. Alles klar. Okay. Prüfen. Kann man hier überprüfen.
Ein Heimschrein wurde oben an der Wand verankert. Das Holz im Raum ist schwarz angelaufen und hat einen seltsamen Geruch. Aha. Hier drüben war auch noch irgendwas, was wir uns angucken konnten. Das konnte ich auch vor lauter Aufregung nicht machen. Das hier. Ja. Eine kleine Kommode. Verdammt. Ich habe jetzt eben nicht lesen können. Muss ich nachlesen. Ja, wir bleiben jetzt erstmal hier und machen eine Teepause. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund. Und morgen geht es natürlich weiter hier im Anwesen.